kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei diesem Spezial-Gothic-Video mit einer speziellen Mod. Und was das für eine Mod ist und welche Überraschung sie für euch offenbaren wird, das wird euch die gute Bisasam aka Legende der Amazonen jetzt erzählen. Ja, hi, grüßt euch. Ich bin Bisasam. Ein paar von euch kennen mich vielleicht aus dem Podcast, wo ich zu Gast war vor ein paar Wochen. Ich glaube, das war sogar schon einen Monat her. Ja, also gestern, da kam der gute Jorgensen im Discord auf mich zu und hat gefragt, ey, kann man eigentlich Gothic irgendwie randomized machen? Und dann dachte ich mir so, ja vielleicht, da könnte man da was drehen und da was drehen. Und auf einmal hatte ich ein riesengroßes Skript in meinem Kopf. Und das wollte ich dann direkt umsetzen. Und daraus ist das geworden, was ihr heute sehen könnt. Es hat genau einen Tag gedauert, diese Mod zu entwickeln. Einen Tag? Das müsst ihr euch mal überlegen. Bisasam hat das in einem Tag gemacht. Ich habe gestern einfach mal eine Idee in den Raum geworfen und heute kommt sie an und sagt, ja, ich bin fertig. Wirklich, also hat aber auch Spaß gemacht, so einfach, man muss nur wissen, wo man die Knöpfe richtig drücken muss, damit das alles funktioniert. Und dann kann man das auch ohne großartige Komplikationen umsetzen. Also jedenfalls, was da rausgekommen ist, ist jetzt die ultimative Randomized Edition von Gothic. Ja, wolltest du was sagen, Jorgensen? Ich kann mir selber noch gar nicht das Ausmaß vorstellen von dieser Mod, weil einfach alles ist zufällig generiert, alles ist random. Und was genau das bedeuten wird, das werden wir gleich zusammen erfahren. Bisasam hat natürlich schon ein bisschen getestet. Aber ich bin völlig gehypt und hab kribbelige Hände und will einfach nur auf Start drücken. Aber sag ruhig noch deinen Satz zu Ende. Ja. Also ich meine, was ich alles gerandomized habe, also bei den NPCs, da sind die Rüstungen, die Waffen, die Inventare, die Truheninventare, sämtliche Items in der Overworld, manchmal kann es natürlich vorkommen, dass das gleiche da liegt, das ist aber Zufall, die Monsterwerte, inklusive Level und HP und alle möglichen, die Monster-KI, das heißt, es kann gut vorkommen, dass die Monster unterschiedlich kämpfen, als sie normalerweise tun. Oha! Ja, genau, das hatte ich noch hinzugefügt. Und bei den Spruchrollen. Die Verwandlungsspruchrollen und die Beschwörungsspruchrollen haben ein paar kleine Knicks bekommen. Und das wird der gute Jorgensen dann rausfinden. Also, ja, ich hatte meinen Spaß daran. Ja, wir drücken jetzt einfach mal aufs Spiel starten und hoffentlich startet das dann auch. Und dann, ja. Jetzt kommt Absturz, voll der Hype und dann Absturz. So, wir sind jetzt im Spiel und jetzt beginnt das wilde Vergnügen. Xalas habe ich eben umgebracht, wir wollen seinen Dialog diesmal nicht hören. Es tut uns allen sehr leid, dass er jetzt direkt tot ist, aber schaut euch mal an, was der gute Xalas schon einfach dabei hat. Fünfmal starb der Feuermagier, dann hat er die gesammelten Erfahrungen, was? Das war Zufall. Und dann Konstantinus Kräuterlüster hat er auch ein paar Mal noch dabei. 15 Karten von Höhlen von Gorinas, 14 Gold, 31 goldene Kerzenständer und 50 Lederbeutel. Also es ist ein sehr guter Start, würde ich sagen. Und hier liegt normalerweise eine alte Steintafel, aber hier liegt jetzt das Herz eines Eisdrachen. Ja, genau, das sammelt Xardas in seinem Hobby. Also ich glaube, langsam wird den Leuten jetzt bewusst, was alles hier passieren kann. Wir haben gesammelte Erfahrungen. Verstehe. Und das verstehen wir natürlich. Verstehe. Hast du die Anforderung, verstehe. Bin ich auch verstehe. Ein Random Level, weil ich steige ja gar nicht auf? Verstehe. Verstehe. Da habe ich nichts dann verändert, tatsächlich. Verstehe. Hätte ich denn nicht schon 100 Mal Level ab... Oh, ich kann gar nicht... Ich habe nämlich 7000 Erfahrungen, ich bin aber keine Stufe aufgestiegen. Egal. Okay, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe nichts daran geändert. Okay, hier liegt ein Buchenbogen. Ich glaube, hier ist uns auch keiner böse, wenn wir ein bisschen mit dem Cheat-Menü spielen. Ne? Also, es ja. ist... ne? Das ist jetzt die Preview quasi für diese Mod. Und das ist einfach eine Fun-Mod. Und es ist sehr interessant, hier liegt eine schwarze Perle. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, der Schlüssel ist gar nicht da. Wir haben hier nämlich eine Goldmünze, die hier einfach liegt. Dementsprechend kannst du auch nicht aufmachen. Deswegen können wir das jetzt nicht aufmachen. Bei den Buchständern hat sich nichts geändert. Okay, das dachte ich mir. Warte mal, die Buchständer geben aber 50 Erfahrungspunkte. Guck mal gerade nach, ob das mit den Buchständern funktioniert. Vielleicht ist das Buch einfach nur defekt. Okay. Oh, ah, jetzt bin ich auch Level abgekommen. Richtig, weil das ist wahrscheinlich die gesammelten Erfahrungen. Das Buch gibt wirklich einfach nur stumpf die 1000 Erfahrungspunkte drauf und prüft dich auf Level ab. Nice, nice, nice. Ja, dann können wir uns hierüber noch ein paar Level holen.
Ist das auch random, dass das jetzt 25 gibt? Nö, das war schon immer so. Ne, weil ich bin mir gerade nicht sicher, weil bei manchen Mods gibt es auch 50, ich bin immer so verwirrt. Okay, jetzt haben wir schon einige Level-Ups, also ist das auch geklärt. Also das war kein Bug, genau. Sondern einfach nur die Bücher. Ja, das war einfach nur Standard-Gothic 2-Fehler, also immer. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall gut Lernpunkte, können gleich also ich bin daran interessiert, auch Taschendiebstahl ist nämlich random. Genau. Also ihr könnt Leute bestehlen und was ihr bekommt, ist zufällig. Das heißt, ein NPC kann auch das Auge Innos dabei haben. Was meinst du, ist es möglich, diese Mod durchzuspielen? Eigentlich? Theoretisch ja, ne? Oh, hier liegen ein paar Kleidung. Man kann keinen 100% Run machen, das ist auf jeden Fall nicht möglich, aber die Sachen, die für die Hauptstory essentiell sind, die sind auch immer noch völlig nutzbar. Das ist alles noch nutzbar. Oh, ich habe einen Drumstick und Sträflingskleidung. Ist doch hübsch. was haben wir denn hier Gutes? Ich gehe mal so an die Throne und quickloote die nicht. Oh, 40 Clown Belias. Ja, die sammelt Xardas. Das ist sein Hobby. Und eine Riesenmachete auch. Also er hat ein Waffenfable. hier bin ich auch gespannt, hier liegen ja eigentlich die Pflanzen. Okay, wir haben ein Brot, ein Erzlangschwert, einen Thronschlüssel. Ist das der Thronschlüssel für oben? Kann das sogar sein? Weiß ich nicht, das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Wir haben eine Schatzkiste, wir haben einen alten Messingschlüssel, wir haben noch einen Schlüssel. Wir haben das Feuerruhenbuch 6, dann haben wir noch die Stabkeule und einen Besen. Warte mal, hier war sogar noch was. Da war noch ein bisschen Gold. Noch mehr Gold. Und die Hallen von Irohan. Ja, läuft. Das hat er jetzt bei sich gebunkert. Weißt du Bescheid? Die Rüstung vom Regen des Wassers, die können wir auch direkt anziehen. Die ist sogar noch mal besser. Ne? Ich hatte da meine Erzbaron-Rüstung. Und zwar bei meinem letzten Durchlauf. Das lag da unten einfach so. Großartig. Oh, Korang und Silber. Also, Ich hab jetzt schon einfach so Spaß, hier einfach durchzulaufen und einfach herauszufinden, was wo liegt. Weil überall sind ja Items. Ist jede Pflanze ist doch auch random, oder nicht? Genau, richtig. Jede Pflanze, jedes Item, was irgendwo rumkommt, ist alles ausgetauscht. Alter. Alles. Also das Ausmaß kann ich mir noch gerade gar nicht vorstellen so richtig, weil es einfach... Und die Mod ist winzig, die ist gerade mal 4 Kilobyte oder so, die macht so viel. Ja, es ist heftig. Also ich bin wirklich Hochachtung an dich und vielen, vielen Dank für deine Mühe. Du hast einfach innerhalb von einem Tag vielen Leuten jetzt eine Freude gemacht, weil das ist einfach sowas, was die Gothic-Community vorher, glaube ich, noch nie gesehen hat. In all den Jahren kam keiner da drauf, das mal zu machen. Und du hast es jetzt einfach so schnell umgesetzt, für jeden zugänglich. Also wir werden die Mod, ich verlinke das, da könnt ihr euch die runterladen, selbst testen. Und jeder wird ja auch einen eigenen Run haben. Es gibt nicht nochmal den gleichen Run. Genau. Außer mit sehr viel Glück. Ja, aber da muss man wirklich ganz krass viel Glück haben. Was ich aber noch sagen wollte, ich hatte tatsächlich ein bisschen Hilfe bei der Mod, und zwar von Forks, Mudfreak und Kirides aus dem Forum. Die haben mir da bei den Skripten ein bisschen zur Seite gestanden. Den Großteil mit der ganzen Itemzuweisung und so musste ich natürlich noch selber machen, aber ich will natürlich nicht denen ihre Credits wegnehmen, weil die haben mir mit einigen Kernfunktionen sehr, sehr geholfen, und da muss ich sagen, Hut ab. Danke Jungs, dass ihr mir da so schnell vor allem geholfen habt mit meinen Fragen. Auch vielen Dank von mir an der Stelle nochmal. Wie gesagt, das ist eine spontane Idee gewesen und das ist jetzt einfach schon spielbar für mich. Es ist immer wieder faszinierend, was die Leute aus der Gothic-Community erreichen können. Wie gesagt, ich rechne mir da gar nichts an. Ich habe einfach nur eine Idee in den Raum geworfen. Vielen Dank an die Modding-Community, vielen Dank an dich und die versiegelte Botschaft. es ist einfach so großartig. Haben wir eine Waffe, die wir schon anlegen können? Ich glaube nicht. Die Claubelias gibt mir jetzt wahrscheinlich ordentlichen Schaden, ne? Was, wieso soll die Schaden geben? Ich dachte gerade, das ist die Klaue Belias, die noch nicht fertig ist, weißt du? Die man erstmal bei Belia noch, wo man ihn anbeten muss. Ich töte das Schaf. Genau. Weil das Schaf hat. klassisch für jedes Schaf hat es 18 Streitäxte dabei und 25 Schinken. Es sind Schinken. Natürlich auch 26 Heilwurzeln hat es gegessen und es hat, natürlich gehörte dieses, das Schaf ist Lance. Und zwar einige Male. Was ich auch so gerade so geil finde, das Schaf hat eine Verwandlungsspruchrolle in einen Warg auch noch dabei und 9 Wolfsfell und 40 Kur, genau, das war jetzt der Plan. Oh, das ist ja großartig. Also,
Das werden wir auch direkt mal ausprobieren. Es ist jetzt auch übrigens random, was wir jetzt werden. Also, wir können alles jetzt werden, oder? Ja, richtig. Passt perfekt. Das Schaf hat eine Verwandlungsrolle in ein Schaf dabei gehabt. Das Problem ist jetzt, als Schaf kann ich leider nicht so viel machen jetzt. Wir töten mal den Goblin. Wenn der nicht stark genug ist. Du weißt schon, jedes Monster kann theoretisch so stark werden wie ein Troll. Oh, und dieser Goblin hat auch gerade sehr viel Erfahrung gegeben. Hat auch mal wieder ein paar Klauenbeer, sogar bessere. Der hat bessere Klauenbeer erst dabei. Dragomirs Armbrust, sehr schön. Auch 44 Mal. Tengrons Ring, sehr gut. Also, vielleicht sollte ich nicht so viele Ringe mitnehmen. Die Lieferung. Ich sollte vielleicht... Das war, glaube ich, die von... Hier, von den Banditen. Von Fernando, ah, das. Ist schön. So, Tengrons Ring können wir direkt zweimal anziehen. Ich denke, das ist auch ein guter Start, ne? Also, man könnte einen schlechteren... Eine Pfanne. Ist eine Pfanne, hast du nicht gesagt, das ist eine Waffe, oder? Oh, nee, das hatte ich noch nicht geändert. Nee, das ist immer noch ein normales Item. Kein Problem, du hast schon genug geändert. Glaube ich. Ach, guck mal, hier liegt noch eine Rüstung. Zimmerschlüssel, sehr gut. Diegos Rüstung scheint es zu sein. Ne, Piratenkleidung. Die ist sogar... Naja, die ist... Die ist schlechter, aber man hat sie selten. Also ziehen wir mal die an. Teklas Päckchen, sehr gut. Also man kann auch direkt ein Passierschein. Wir haben kein Problem, die Stadt zu kommen. Ein Tagebuch. Also man hat auch Vorteile. Genau. Man kann aber auch richtig Pech haben und dann nur auf 20 Monster treffen, die alle gegen Troll sind. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Ich habe gequicklootet. Ja, egal. So, wie stark ist der, du hast mich gerade erstmal daran erinnert, wie stark dieser Wolf sein kann. Ja, aber die KI, also er ist anscheinend so random, dass er gar nicht angreift. Ja, genau, also die KI, die kann auch total nutzlos sein, aber die kann auch super stark sein. Oh, wir haben einen Teleport zum alten Dämonenturm, wir haben einen Jagdbogen, wir haben nochmal Clown Belias, sehr schön, Landkarte Miental, Kammerschlüssel Schwarzmagiers, so. Ja, das war halt ein... Oh, das ist eine Zweihandwaffe. Mhm. Ich glaube, ich bleib lieber bei der Einhandvariante. Die Clown Belias sind halt, es gibt 40 Versionen davon. Deswegen, das heißt, er hat... Zwei Hand und 20 in Einhand. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch so groß, die zu finden. Ich habe mich gerade gewundert, wirklich, warum er eine alte Templerrüstung trägt. Aber es ist random. Ein Mist, viel weniger. Mhm. Okay, was haben die Goblins dabei? Golem erwecken werden wir gleich natürlich auch testen. Oh ja. Du hast auch was davon geredet, dass NPCs und Berserker-Äxte auch schön, dass die, Stimmen, andere Stimmen haben können. Das ist richtig. Wie stelle ich mir das? Kann Cavalorn? Also er schien gerade seine normale Stimme zu haben. Ja, also in Dialogen, die er storymäßig führt, dann hat er seine normale Stimme. Die Stimme ändert sich daran, wenn du zum Beispiel, wenn er irgendwie sagt, so ein dämlicher Mistkerl oder sowas, also diese ganzen Overworld-Dinger. Also er hat gerade aber zu den Goblins ja auch seine normale Stimme. Also hat er ja so aus Zufall seine... Das ist ein Zufall. Krass, ne, also wirklich... So, ich brauche irgendwas, was mein... Das Problem ist, ich habe jetzt nichts, was mein Mana regeneriert. Hm, vielleicht habe ich ja Glück und finde... Also das Problem ist, man wird jetzt wahrscheinlich echt Pech haben mit den Pflanzen. Ja, genau. Ein Heiltrunkrezept. Ist auch nicht schlecht. Ja, immerhin. Was haben wir hier? Noch eine Notiz. Sehr schön. Was haben wir hier? Gesammelte Erfahrung. vor allem, das ist ja so, jedes Key-Item kann ja überall sein. Also jeder... Richtig. Und manche Pflanzen sind ja auch irgendwie so, da kommt man schwer dran. Also... Man muss dann genau suchen, wenn man das durchspielen will. Aber ich wette, es gibt einige verrückte Leute, die das schaffen. Ja, ich will sehen, wie ein Speedrunner dieses Gothic hier speedrunnt. Ja, das... Weil er kann sich nicht mehr darauf verlassen. Die Verwandlung in den Drachenstepper funktioniert nicht immer. Es kann sein, dass du unten als Schaf landest. Und was machst du dann? Und dann hast du keine Spruchrolle mehr. Und vor allem, Zuris verkauft sie nicht immer. Du musst die erstmal finden. Das ist ein riesiges Glücksspiel, das ist wie ein riesiges Roulette. Aber die Sache ist alleine, wenn man so einen guten Start hat wie ich und jetzt schon 100 Mal die Klaue Bärs hat, also Gold, an Gold wird es einem nicht mangeln, die Händlerinventare sind vermutlich dann ja auch random. Also könnte man die angucken. Und guck mal, er hat seine Buddlerhose, das passt sogar sehr gut tatsächlich, genau, muss man sagen. Genau, das passt tatsächlich. Weil, wir können mal gucken, ob er ist ein Buddler. Ja, er war mal ein Buddler früher.
Aber er ist auch sehr neutral, also er greift mich gerade nicht an. Und er redet auch nicht. Hey, wo kommst du denn her, hä? Er ist vermutlich jetzt kein Bandit, richtig? Ja, richtig. Also die Banditen, die können zum Beispiel Novizen sein und im Bürgerinnenkleid irgendwo rumchillen. Mhm. Ich komme von Xardas. Ich will mal, dass er mich angreift. Ist das der alte Hexer? Xardas heißt er. Das wird Brago interessieren. Okay, der könnte jetzt auch sehr stark sein. Okay, wir testen das mal. Aber der ist schon nicht schwach, muss man sagen. Obwohl er nur Level 30, also er hat schon ein bisschen was ausgehalten. Oh. Auch die Klaue Bilder? Also die Klaue Bilder scheint mir sehr häufig vertreten zu sein. Er hat alte Briefe dabei, Befehle, sehr viele Befehle. Und sehr viele Schlüssel. Den Stein des Wissens. Was ist denn der Stein des Wissens? Ja, das wüsstest du jetzt wohl gerne. Das ist, glaub, das ist ein Cut Content. Stimmt, ne? Müsste Cut Content sein. Oh, es ist großartig. Es ist einfach großartig. Ja, wir gucken mal, was die Jungs da hinten machen. Ich freue mich schon, wenn du in die Stadt kommst. Ja, ich auch. Ich werde gleich mal zur Stadt gehen und ein Piratenkapitän. Mhm. Ich weiß gar nicht, also für mich scheint gerade alles okay zu sein. Vielleicht okay, ist der Stream gerade. Jetzt ist er. Machen wir ihn fertig. Okay, aber das Witzige ist, nur der Bandit in der Novizenrüstung greift mich an. Der andere hat mich ja gerade nicht. Ah doch, jetzt kommt er. Oh, ich will. Das Problem ist, ich will jetzt gerade hier auch gar nicht sterben gegen die beiden. Ich meine, du kannst im Zweifel Marvin benutzen. Ja. Aber er ist kein Bandit, weil er ist nicht gestorben. Richtig, das sind keine Banditen. Okay, die Klaue. Also alle sind ausgestattet mit der Klaue Bilias. Schöne. Eine hohe Wahrscheinlichkeit. Nee, das ist auch. Vielleicht wäre es sinnvoll, das zu. Kann man das abändern? Dass die Klaue Bilias vielleicht nur eine davon in dem Loot Table quasi ist? Also oder wäre das schwierig? Ich kann die anderen einfach rausschmeißen. Ohne Windfaust. Ja, die Sache ist halt, man wird ja zwangsläufig immer auf eine Klaue Bilia erstoßen, oder? Früher oder später. Weil die einfach so häufig da ist. So häufig. Ja. Aber sehr witzig. Also von der Seltenheit kann man dann bei der. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach, guck mal, da haben wir ja schon das Problem. Da haben wir nicht den richtigen Schlüssel. Wir haben hunderte Schlüssel im Inventar schon, aber nicht den richtigen. Ja. Oh shit! Oh shit, er hat die Klaue. Ich glaube, ich laufe mal lieber. Das solltest du. Bleib stehen, du Feig! Sag ich doch! Ah, geil! Da kommt er mal aus sich raus und zeigt mal seine richtige Stimme. Genau. Muss es nicht mehr verstellen. So, wie stark bist du, junger Wolf? Hohoho! Ho, ho. Ja, er hat dich umgebracht, glaube ich. Ich glaube, der hat mich umgebracht. Der war kräftig. Vor allem, wie viel Schaden macht deine Waffe denn jetzt? Ich glaube 100? Ja, da siehst du mal. Also ein normaler junger Wolf, der redet schon durch, glaube ich. Okay, der ist echt sehr stark. Ich bin mal gespannt. Ich würde ihn gerne einfach alleine schon töten, weil mich interessieren würde, wie viel Erfahrung der gibt. 20. Oh, 640, das ging sogar. Oh, Teleport zum Kloster, können wir auch gleich mal benutzen. Wenn wir irgendwas hätten, was wir müssten. Ja. Ich wollte die Teleportzauber auch random machen, dass man irgendwo landet. Wie gesagt, du kannst ja auch bei diesen kleinen Ideen, dafür ist das ja auch gut. Wie gesagt, auch ihr könnt ja auch Feedback geben, ne, mit der Mod. Vielleicht fällt auch noch irgendwas auf, habt auch noch eigene Ideen. Das ist ja auch etwas, was sich weiterentwickeln könnte, ne. Und das meiste ist ja da, aber solche Kleinigkeiten, ne. Wie jetzt, dass die Teleporter auch noch random wären, das. Aber ich bin, wie gesagt, ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Es ist einfach alles random. Weil ich kam halt auf die Idee, bei Dark Souls gibt's das halt, ne? Hier hat jemand eine Lederrüstung gespendet. Bei Dark Souls gibt's das halt, dass alle Items komplett random sind und da war halt auch dann meine Idee her. Und ich dachte, für Gothic wird das ja auch gehen.
Oh, guck mal, der Marlet hat eine schwere Milizrüstung, ja. Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten. Und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du sahst ganz schön fertig aus, als du ankamst. Naja, mittlerweile siehst du ja wieder aus wie ein Mensch. Denke ich auch. Ich find's einfach so cool, dass Lobart einfach eins von diesen Biestern. Oh, vielleicht ist der Wolf sehr stark. Ja, gucken wir mal. Vielleicht ist aber auch er. Ist er auch. Sind seine Werte auch random? Nee, ne? Nee. Aber der Wolf ist stark. Also der Wolf macht ihn gerade auch. Fisch. Ja, sieht gerade gut aus für den Wolf. Ja, Marlet ist gleich tot. Wobei ich dazu sagen muss, ja genau. Ja. Also der junge Wolf, der links ist, der kann ganz andere Werte haben, als der rechts steht. Also das ist völlig unterschiedlich. Genau, das wollte ich halt fragen, weil das ist ja auch dann ganz interessant. Guck mal, der ist noch stärker. Er ist fast Level 1000, Level 100 gewesen. Ja, der baut so Hafenstadt, sehr gut. Der Wolf hat auf jeden Fall auch mal gerne einen geraucht. Bei mir hatte jemand ein Krautpaket beim Enoch-Schrein gespendet und ich dachte nur sowas. Guck mal, dieses Schaf ist auch sehr stark. Genau, richtig. Also jedes Schaf könnte zwangsläufig, hat ja was anderes dabei. Das ist, also wie gesagt, diese Ausmaße kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt dieses Schaf, das ist noch stärker. Guck mal den Schaden, ich mach gar keinen Schaden. Also, ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Wir können ja kurz bei Hilda und Lobart vorbeigucken. Lobart hat nämlich die Banditen-Gardisten-Rüstung an. Hey, die Schwere von Torus. Seit du das letzte Mal hier warst, fehlen ein paar Sachen aus meiner Truppe. Hä? Du gibst mir auf der Stelle meine Klamotten wieder. Was? Das hängt damit zusammen, Robert kontrolliert, ob hast seine wohl Truhe schon verkauft, hinten was? Die ah, und wenn sie es nicht hat, dann spricht er dich an. Schön. Na warte, die Treppe. Das ist du auch noch nicht, ne? Nee. Also ich wusste halt, dass es diesen Dialog gibt mit der Dings, aber jetzt, dass es jetzt triggert dadurch, ist natürlich, macht ja auch Sinn, ne? Auf jeden Fall hat genau. Robert gerade die Stimme von Hilda gehabt. Ja, Robert, dann komm mal her. Die Hosen anhat. Mal gucken, ja. Vielleicht trägt ja Hilda die schweren Drachenjägerrüstung oder sowas. Das wäre cool. Ja, oder eine Paladin-Rüstung, so eine dunkle von den Skeletten. Oh shit. Ich bin auch gespannt, was er dabei hat. Aber man muss natürlich auch, wenn man diese Mod durchspielen wollen würde, dann muss man auch Geduld mitbringen. Ne? Er hat auch eine Klaubeer. Ich frage mich, warum hat er die Klaubeer jetzt nicht angelegt? Müsste er nicht automatisch die beste Waffe eigentlich anlegen? Ich habe ihm den Befehl gegeben, dass er das machen soll. Manchmal machen sie es nicht. Weil er hatte ja gerade seine Sichel an, ne? Warte mal, vielleicht hat er die Werte nicht. Ah, das kann sein, ne? NPCs haben natürlich auch noch Werte, die sie erfüllen müssen. Das kann natürlich sein. Kann auch sein, dass Lobart bei manchen ein Bandit ist übrigens. Oder ein Suchender. Oh. Das Besondere bei Suchenden ist, wenn jemand ein Suchender ist und... Da, die kämpfen gegeneinander. Sorry. Sorry, ja. Also die Suchenden könnte ich anquatschen und dann... Ja, genau. So, also, ich hab grad... wenn es irgendein random Bürger ist, der hat trotzdem einen Suchenden-Dialog. Das war's für dich, Penner. Das ist schon interessant, was Gothic alles drin hat. Es ist heftig. Ja, okay, das ist ein Bandit und der bringt gerade die anderen alle um mit der Klaue Belias. Ja. Oh, ist... Der eine hat die Crawler-Plattenrüstung. Ja, ohne Witz. Ich wollte gerade gucken. Guck mal, im Haus leuchtet es sehr merkwürdig. Hm? Siehst du das? Dass es hier im Haus irgendwie so extrem leuchtet? Ist das wegen der... Ich weiß nicht, wer hat dich denn eingeladen? Mach, dass du aus dem Haus kommst. Hier gibt's keine Almosen. Schöne Rüstung übrigens, Hilda. Ja, also das passt zu ihr sogar. Nee, es liegt auch vielleicht einfach, ich habe ja auch eine Reshade-Mod hier drauf und da kann dieser Blumeneffekt auch, ne? Also, sehr wahrscheinlich. Deswegen, wenn es gerade. Oh shit, der hat schon den. Der hat schon den zweiten umgebracht. Wir müssen ihn mal zur Stadt locken. Der müsste mich ja auch angreifen, oder? Oder ist. Oh, er ist ein Suchender! Das passt so, ist das Tino? Nee. Das ist ein normaler Bauer. Oh shit. Ja,
Und Greg hat auch eine andere Stimme da unten. Greg hat eine Novizenrüstung. Greg, hilf mir, bleib Mann. Stehen, du Lump. Nein, 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 sprich mich nicht an. Oh, guck mal, da die Wachen sehen auch sehr interessant aus. Bleib stehen, du Lump. Ich sehe sie gerade mal gar nicht. Oh ja, vielleicht. Halt! Was? Wollte dich nur mal ansehen. Ravens Rüstung. Siehst aus, als ob du Geld hättest. Kannst reingehen. Mhm. Der hat echt die Raven Rüstung und dann auch noch die, oh shit. Die Klaubelias, das passt wirklich perfekt. Das ist perfekt. Raven in Verkleidung. Also, hier ist ja die Hölle los. Nein, 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 lass mich. Das bist du schuld. Oh shit, Lothar bringt. Lothar bringt alle um und hört sich einfach an wie eine ältere Frau. Bleib stehen, du Love weg. Okay, hier ist echt die Hölle. Wer kämpft denn hier? Die Torwache, Alter, in der Feuermagier-Rüstung. Und diese Torwache hat einfach ein schönes Kleid und eine Barbarenstreitaxt. Aber okay, dadurch wird es natürlich schwierig, die Mod durchzuspielen, wenn sich die NPCs gegenseitig umbringen, ne? Ja. Okay, ja, jo. Unser Dorfbewohner heilt sich da und feuert hier schon drauf. Oh shit. Ja, wenn er durch Zufall Runen im Moment hat, kann er die auch benutzen, selbst wenn er die Kreise nicht hat. Das ist krass. Ich glaube, die NPCs haben tatsächlich alle Kreis 6, ne? Okay, na gut, dann haben sie einfach so. Hat ja gern brand. Schöne haarige Brust. Oh je. Wer ist hier gestorben? Fernando. In der Bauernkleidung. Also. Ich hab gesagt, dass das passieren kann. Ja, Wenn du in der Stadt die Klaue Belias hast, wirst du random getroffen. Mit mir kann man sowas nicht machen. Ey, warte mal. War das gerade Teklas Einklopf oder hat. Ich dachte gerade schon, dieses Essen hat random Werte gegeben oder so. Tut es das? Nee, ne? Das ist gleich. Könnte man das auch noch ändern, zum Beispiel? Das wäre mir zu aufwendig. Also deswegen, ich habe keine Ahnung davon. Man kann alles, kann, ne? Aber es ist aufwendig. Eine weitere Idee, die ich ja hatte, ne, wäre, dass man, das habe ich ja gestern gesagt, das wäre auch sehr aufwendig, alle Dialoge mal durch den Google Translator in verschiedene Sprachen durchjagen, wieder zurück ins Deutsche und dann dann alles nochmal vertonen lassen von der Computerstimme. Ne? Das wäre natürlich aber super aufwendig. Mega aufwendig, wäre aber für dieses verrückte Spielerlebnis hier eigentlich das Richtige, wenn alle noch random Sachen sagen, ne? Weil wenn jemand dich fragt, ob du seinen Stuhl finden kannst oder irgendwie sowas, weißt du, das wäre halt schon lustig. Oder die Leute wollen von dir einen bestimmten Gegenstand und du gibst ihnen dann, was weiß ich, eigentlich eine Rune, aber er sagt, dass er, was weiß ich, bekommen hat, ein Pferd, keine Ahnung. Das hast du noch gar nicht ausprobiert, das mit dem Geben von Items. Wen könnte ich denn mal was... Watras getötet? Jo, Watras ist tot. Und Watras hatte eine schöne Prunk... Hä, wieso sieht Watras anders? Nee, das ist gar nicht Watras. Hä, wer ist das dann? Oh, ist Watras. Watras läuft hier in die Wand. Wen könnte ich denn mal was geben? Warte mal, Ich habe ja auch ein paar Quest-Items. Den Golem wollten wir auch noch testen. Ich werde mal kurz den Marvin, damit ich einmal ein bisschen Mana habe. Wir werden mal den Golem beschwören und gucken, was dann hier bei rauskommt. Oha. Oh, der Steinwächter ist ja auch random stark, ne? Ein Mist viel weniger. Und der hat auch ein schickes Outfit hier. Eine schöne, also es ist schon... Weißt du, wie ich mir gerade vorkomme, als wäre ich in so einem MMO und jeder hat einfach so einfach seine Rüstung an und was er halt will, macht, was er will. So. Also hier gibt's auch ein paar Problemchen. Ja. Deine Waffe nehme ich mal mit. Wassermagier gone wild. Daron hat auch seine Schwierigkeiten hier. Ist ja ziemlich stark, ne? Also. Ja, aber früher oder später ist er tot. Also, die Bürgerin hier in der Banditenkleidung hatte ihn. Danke für das Gold. Grad weggehauen. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Mit einer Magiewaffe? Ja, heftig, ey. Feuerball?
Ich glaube, das war dieser eigentlich heiliges Geschoss, aber die NPCs haben ja so einen bestimmten Zauber, ne? Spiel auf das Geschäft. Als die Paladine kam, dachte ich, aber sie... Ich klicke das mal weg, weil ich will ihre Waren mir angucken. Zeig mir deine Ware. sind diese auch günstiger? Nein, das ist alles original. So günstig sind normalerweise Essenzen des Geistes. Ja. Ist ja krass. Ja, schönes Warenangebot hat sie da. Schlüssel des Schlüsselmeisters. ist es unfassbar. Hakon, was hast ich du so? Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Mal gucken, ob du wirklich Waffen hast, Hakon. Zeig mir deine Ware. Nee. Truhenschlüssel. Er hat einen Erzbrocken. Warte mal, wir könnten ja unsere ganzen Sachen einfach mal, weil so also Goldmangel hat man nicht, ne? Wenn man hier einfach mal so ein bisschen verkauft. Ja, es gibt halt viel, das viel wert ist, ne? Und kommt mal schnell an Gold. So, was könnten wir jetzt noch machen? Taschendiebstahl lernen, das machen wir dann einfach eben bei dem Charakterhelfer. Oh, guck mal, der Charakterhelfer ist auch random. Ja. So, Diebestalente. Und dann machen wir Taschendiebstahl. Das ist ja heftig, ey. So, und dann gebe ich uns mal sehr viel Geschicklichkeit. Hey, du. Damit es auch funktioniert. So. Es wäre einfach, seinen Trank zu stehlen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Magische Armbrust. Aber die Sachen muss er ja da auch gar nicht im Inventar haben, oder? Nö, die werden einfach automatisch erzeugt. Guck mal, sie hat... Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist jetzt am Marktplatz. Wo willst du hin? Was hat sie? Wo ist das Hafenviertel? Wenn du vom Markt... Ich frag mich nur, ob sie die richtige Stimme hat, weil ich hatte ja gerade, wie du gesehen hast, ich kann nicht mal den Dialog beenden gerade. Das könnte ein Bug sein, dass die normalen NPCs, weil die Stimme geändert ist, also ich konnte nicht den Dialog gerade beenden. Das ist richtig. Versuchen wir es mal bei der Stadtwache nochmal. Ne, der hat zum Beispiel gar nichts zu sagen. Das liegt an den Gilden. Wenn ich die Gilden so gelassen hätte, wäre das alles in Ordnung. Nö, aber ich meine, wie gesagt, man könnte ja eine Variante, die man durchspielen könnte, wo die Gilden nicht random sind, machen, weil, da, also ich glaube, das ist das wirklich das Game-Breaking, weil sich alle umbringen gegenseitig, ne? Ja, ob sein Lord André feuert hier noch den Kampf zwischen seinen Leuten eigentlich an. Vorsicht! Und Wolfgang im schönen Frauenkleid. Das ist großartig. Ja, das ist halt die ultimative Random-Edition. Das heißt, es ja. ist alles so total durchgeknallt, dass du eigentlich denkst, du kannst es nicht durchspielen. Das war's für dich. Ich kann eine Version machen, die, die diese Sachen nicht macht. Also da... Kampf. Oh shit, Lord André wird angegriffen. Und Lord André könnte jetzt auch random sterblich sein, richtig? Das habe ich nicht eingebaut. Okay. Nie wieder mit mir an. Also eigentlich könnte man es noch durchspielen, man könnte nur viele Nebenquests nicht machen, richtig? Richtig. Ja, okay. Danke für das Gold, du Held. Nee, also ich finde die Mod, wie sie ist, großartig und das gibt so viel Potenzial für einfach so Fun-Runs, wo, weil es ist ja immer was Unterschiedliches, ne? Und für zwischendurch mal, für jeden interessant. Ja, richtig. Und vor allem halt, wie gesagt, mit den Speedruns. Wenn das jemand versucht zu Speedrun, der muss aber Skills haben, du. Ja, ohne Witz, also da bin ich mal gespannt, weil zum Beispiel Lord Zaradoc auf YouTube, der speedrunnt ja so alles und ich glaube, das wird sehr vielen gefallen. also ich werde das Video so schnell wie möglich veröffentlichen, wahrscheinlich einfach morgen direkt schon. Und da bin ich mal gespannt, was die Community da so für verschiedene Runs bekommt. Da können ja auch Leute einfach die unterschiedlichen Sachen tauschen, sich austauschen, was sie so bekommen haben, also richtig cool. Willst du auch die anderen Welten besuchen dich, oder Penner. Willst du nur bei Korenis bleiben? Ja, wir können eigentlich mal die anderen Welten besuchen. Wir machen mal, Du Arme. So, hier kämpfen sie auch alle unterschiedlich gegeneinander hier. Das hast du verdient, Mistkerl. Komisch, dass sie alle ihre normalen Rüstungen haben. Müssen sie das auch ändern. Stimmt, die könnten alle auch... Boah. Aber kann das am Weltenwechsel liegen? Kann am Weltenwechsel liegen oder daran, dass sie alle sofort angefangen haben zu kämpfen.
Kann auch sein, ne? Alarm! Nicht viel weniger. Wenn ich jetzt kurz speichere und dann lade, kann sich dadurch was ändern? Das kann sein. Gerade nicht. Aber wir haben ja gesehen, dass es funktioniert. Und wir sehen ja auch, dass die Gilden random sind. Sonst würden sie sich ja hier nicht gegenseitig nicht alle angreifen. Es kann sein, dass die einfach nur alle Rüstungen gekriegt haben, die schwächer sind als das, was sie normalerweise haben. Und deswegen hat das oder gar keine. So funktioniert. Wie hier. Ja. Oh shit. Was bin ich überhaupt für eine Gilde? Ich bin ein Bauer. Wieso greift er mich denn überhaupt an? Vielleicht ist das ein Bandit? Das ist ein Paladin. Komisch. Oder sie haben sich gemerkt, dass du halt ein Ork warst und deswegen gehen sie auf dich los. Ja, das kann natürlich auch sein. Die haben mich ja gerade gesehen. Aber die haben ja auch von vorher gekämpft hier untereinander. Also er ist ein Sträfling. Und er tatsächlich, die haben auch keine Rüstung. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, eine Rüstung zu bekommen, ist ja auch gering eigentlich, weil so viele Rüstungen gibt es ja nicht, oder? Jetzt im Verhältnis zu allen anderen Items. Wie viele Items gibt es insgesamt? Was hast du gesagt? Nee, warte mal. Ich hatte da noch die Debug-Sachen mit drin. Okay, 900 Items, ja. Und bei Rüstungen sind es, weiß ich nicht, wie viele Rüstungen sind. 40, 30? Oder vielleicht sogar noch weniger. Ich dachte jetzt so an 30. Ja, so um den Dreh. Ich habe mir das jetzt auch nicht aufgeschrieben. Oh. Nefarius. Ach, guck mal, wegen diesem Weltenwechsel haben wir jetzt schon diesen Renderer-Bug mit dem Wasser. Kennst du das? Nee. Hier, siehst du, die Texturen sind jetzt hier wässrig. Hier in dem Fall sieht es sogar ganz cool aus, irgendwie. Ja, das sieht so aus, als wäre dahinter irgendwie so eine große Halle und das ist nur so ein Glas. Ja, das ist, eigentlich sieht das sogar ziemlich cool aus, weil wirklich nur diese Texturen in diesem Rahmen so sind, ne? Ja. Aber eigentlich soll das so nicht sein. Aber das passiert, wenn man mit dem Renderer oft die Weltenwechsel macht. Ich bin sowieso überrascht, dass das Spiel einfach nicht abstürzt bei so viel Tohuwabohu, was hier alles so passiert im Hintergrund. Großartig. Also, hat das direkt von Anhieb aus geklappt, dass alles so läuft? Nee, ich musste tatsächlich Bugfixing jede Menge machen. Okay, krass. Und zum Beispiel in Jakenda wird auch erst dann random alles gemacht, wenn du mit dem Saturas gesprochen hast, weil es vorher Abstürze gab, wenn ich das mit der Methode machen wollte, die ich bei den anderen Welten benutzt habe. Also jetzt ist hier gar nichts random? Hier ist erstmal noch nichts random, aber wenn du mit Saturas sprichst, ist alles wieder random. Ah, also jetzt hier einfach mit ihm reden. Genau. Ach cool. Oh ne, er greift mich aber an. Oh. Er ist sterblich? Das ist ja interessant. Gut, okay. Jo, er macht einfach einen Gewittersturm. Ja, der mag dich, glaube ich, nicht so. Ja, okay, da ist jetzt, er wird auch angegriffen. Also ich habe nur die Gilde von denjenigen geändert, die nicht unsterblich sind. Das würde aber eigentlich hier bedeuten. Aber das ist jetzt Game-Breaking, ne? Richtig, das ist Game-Breaking. Aber er greift mich an, weil ich bei der Miliz bin, macht keinen Sinn. Nee, er greift dich ja gar nicht an. Der ist wahrscheinlich ein Bandit. Aber eben wollte er mich angreifen. Er ist ein Suchen. Ah, ja, das erklärt einiges. Aber wenn ich jetzt, Also ist doch Game-Breaking, ja, ja. Aber du wolltest es so, du hast gesagt, ist doch egal, mach es. Ich habe gesagt, okay, wenn ich die Gilden alle nicht ändere, dann ist alles wieder Paletti. Jetzt beruhigt euch auch beide mal. Alles gut. So, jetzt ist er ja gildenlos. Er greift mich trotzdem an. Nee, er ist, glaube ich, jetzt wegen der Troop-Guild. Ah, okay. Du musst das ein bisschen anders ändern. Du musst ihn wieder übernehmen. Und dann machst du Edit. Edit Abilities müsste das sein. Die Gilde habe ich gerade auf 0 gesetzt. Ah, nee, Quatsch. Genau, du hast die Gilde auf 0 gesetzt. Nee, das ist nicht in dem Ding. Du musst tatsächlich direkt in dem F2-Menü Set True Guild machen. Set. Ach, True Guild. Und ja, dann? Genau. Und damit kannst du dann. Und dann 0 oder was? 0 zum Beispiel. Okay. Guck mal nach. Genau, es ist ja Gilde None und jetzt ist er wieder gut. Kannst wieder mit. Nee, es ist eigentlich gar nichts gut. Aber ich denke mal, den Leuten ist klar, was hier random ist. Nie wieder mit mir an. Und wir haben ein gutes Bild vermittelt. Die Leute können ja dann ganz viel selbst testen. Wie gesagt, das wird der erste Link in der Beschreibung sein. Könnt ihr euch runterladen, über den Installer installieren und dann ausgiebig testen.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich, Bisasam, und natürlich auch an die Leute aus der Modding-Community, die geholfen haben. Ja, das ist großartig. Wieder mal eine ganz neue Art von Mod, die wir so noch nicht in Gothic gesehen haben. Und ja, dir, du hast jetzt das Schlusswort. Ja, ich würde sagen, wenn es jemand schafft, das durchzuspielen, Hut ab. Ja. Ihr werdet es nicht leicht haben. Wenn ihr Pech habt, habt ihr ganz viele Trolle als Gegner quasi. Und kriegt nur 10 Erfahrungspunkte von denen oder sowas. Ja. Ja, aber ich würde auf jeden Fall mir einen Speedrun davon angucken, wenn jemand Bock hat. Aber auch normale Playthroughs oder wenn ihr irgendwie Memes austauscht, keine Ahnung, vielleicht hat ja ein Charakter dann so ein memiges Inventar, dass ihr euch denkt, scheiße, da muss man eigentlich mal gucken. Also ich freue mich schon auf jeden Fall, wenn ihr euch daran Spaß habt und würde sagen, damit verabschieden wir uns, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit der Mod. Ciao. Ciao.